So, dann mal ab zur Villa rüber. Denn die können wir ja jetzt dank Kates Schlüssel, Kates Windschlüssel, den wir bekommen haben. Ich kann euch übrigens mal die Schlüssel zeigen. Die sind hier ganz hinten. Also einmal haben wir Ladygrass Schlüssel. Majula, das Land der in Exil gegangenen, besteht aus verlassenen alten Häusern. In einem dieser Häuser hat Ladygrass seine Werkstatt erbaut. Okay, Majula scheint nicht nur ein kleines Dörfchen zu sein, sondern auch ein Land, so wie das hier steht. Wobei jetzt die Frage ist, sind sie Leute aus, die Leute aus Dwangleic hier ins Exil gegangen, oder meinen sie damit die Untoten, die nach Dwangleic gekommen sind? Naja, wie auch immer. Ich tippe mal eher auf die Untoten. Hausschlüssel. Schlüssel zum verlassenen Haus in Majula. Von Kael, dem Kartografen, erhalten. Majula diente einst als Halde für Scheußliches. Okay. Das erklärt schon mal. Also hier sind wirklich die aus dem Exil von Dwangleic hierher gekommen. Heute ist es jedoch ein Hort all jener, die nicht wissen, wohin. Dieses Haus in Majula war offenbar die letzte Zuflucht einiger solcher Seelen. Ja, das war schon, ist schon das, ein ziemlich großes Haus, wenn man es so betrachtet. Eine Villa fast schon. Also Kael hat ja sogar gesagt, es ist eine Villa. Und hier warten einige schöne Sachen auf uns. Erstmal wieder Kisten, die wir kaputt rollen können. Und eine kleine, größere Bücherei, die auch eine Kleinigkeit versteckt hält, nämlich ein Pfarrhaus Weihheitswerk. Ja, diese Gegenstände sind was Besonderes, zeige ich euch auch gleich mal. Ist ein Gebrauchsgegenstand, wie man sehen kann. Ein Stein, der das Werk Pfarrhaus des Vagabunden aktiviert. Pfarrhaus der Vagabund streifte der Legende zufolge durch die Lande und erschuf Apparate, die allen helfen sollten, die Hilfe bitte nötig hatten. Seine Reisen führten ihn derart weit hinaus, dass Pharos irrtümlich viele Erfindungen zugeschrieben wurden, die in Wahrheit andere erschufen. Also ja, Pharos hat die Wahrheitswerke und die Wahrheitsverkünder wahrscheinlich erschaffen, die den Leuten die nützlichen Sachen zeigen sollen, die sie halt nötig haben. Oder die ihnen helfen sollen, besser gesagt. Diese Sachen hat Pharos jedoch nicht erfunden. Er hat nur die Wahrheitsverkünder aufgestellt. Um zu sagen, das ist nicht von mir, aber ihr könntet es für nützlich halten wahrscheinlich. So, drei Titanitscherben und drei Fackeln, das ist nützlich. Und hier unten sind die Schweine wieder, die so komische Geräusche machen und herumtippeln. Die haben mich das erste Mal, als ich in der Villa war, ziemlich nervös gemacht. Weil Kael hat ja gesagt, hier würde irgendwas in der Villa herumspuken. Und ja, was in der Villa spukt etwas herum, aber nichts so Gruseliges. Aber die Geräusche habe ich anfangs nicht zuordnen können. Ich dachte, hier würde irgendwas Großes Böses lauern. Ja, und hier haben wir die Karte von Dwangleic, die später ein bisschen Bedeutung hinzugewinnt. Deswegen werde ich ab und zu mal zu dieser Karte hier vorbeischauen, wenn wir bestimmte Aufgaben erledigt haben. Im Augenblick ist sie noch nichts Besonderes. Aber nach und nach werden wir neue Dinge erkennen. Zum Beispiel da, wo ich jetzt gerade drauf stehe, das ist die Festung, in der wir uns bis jetzt bewegt haben. Das heißt, hier irgendwo müsste Majula sein, wo ich jetzt stehe. Ja, macht irgendwie den meisten Sinn, denke ich mal. Aber das werden wir später sehen. Gut, jetzt gehen wir hier runter, weil hier ist das große Übel, was Kael beschrieben hat, nämlich ein einziges Skelett. So, dass wir ganz leicht erspießen können, wenn wir schön aufpassen. Wow, aber es kann uns einfach umhauen. Ha, aber es trifft uns nicht, weil wir schneller sind. So. Das hat für uns ein Menschenbild dabei, ziemlich viele Seelen und bewacht einmal eine Estus-Flakor-Scherbe. Ein paar Nachrichten, bereit. Ja, für das Skelett bereit. Vision von Traurigkeit. Hurra für etwas Erstaunliches. Ja, was ist denn hier so erstaunlich? Gucken wir mal. Seelengefäß.
Sehr gut. Brauchen wir zwar nicht unbedingt. Hier liegt auch irgendwie immer wieder was anderes drin. Ich habe da nämlich schon mal ein großes Krummschwert rausgeholt, aber ich glaube, das liegt da eher im NG Plus drin. Oder ist es zufällig, was da drin liegt? Naja. Wir wollen jetzt erstmal wieder raus aus der Villa, weil wir alles hier drin gefunden haben fürs Erste. Und dann gehen wir zum Schmied unseres Vertrauens hier rüber und lassen uns unseren Speer noch etwas verstärken. Schmied? Hallo. Oh, I'd given you up for dead. Almost had me worried, really. Ja, er war fast besorgt um uns, weil wir ihm ja Seelen geben zum Schmieden. Und Seelen geben, um uns Pfeile zu kaufen. So. Mit 35 Pfeilen sind wir jetzt erstmal ein bisschen ausgerüstet. Gucken wir mal, was er uns überhaupt zu sagen hat, weil jetzt können wir mit ihm richtig sprechen. Dread. You're worse than my reckless daughter. Don't spend your whole life in transit, you hear? Ja, wir sollen nicht die ganze Zeit herumreisen. You'll need souls to repair and improve equipment. I know only of smithing, but souls have many other uses as well. Don't waste your souls on useless trinkets. Think before you spend. Ja, da hat er recht. Wir sollten mit unseren Seelen sparsam umgehen. Natürlich kaufe ich mir jetzt ein paar Pfeile bei ihm, weil wir Pfeile immer mal wieder brauchen werden. The equipment can be strengthened with rare ore stone, but such ore stone won't come easily. My girl knows her stones, but she's always out prancing about. Now, there's a time for travels, but you can't wander the world forever. Even you must have someone waiting back home. Ja, leider haben wir als Untoter kein Zuhause mehr. Daran denkt er nicht. Er ist ja jetzt hier zu Hause. Dread. You're worse than... Don't spend your whole life... Und jetzt wiederholt er sich. Ja. Gut. Also, er ist hier jetzt, hat sich jetzt hier sozusagen ansässig gemacht und uns von seiner Tochter erzählt, die sich mit Steinen auskennt, also den Titaniten, die wir natürlich auch hier mit uns rumführen, sogar dieses Mal extra. Ne, die waren schon immer in einem extra Slot. Aber Rüstung ist jetzt aufgeteilter. Sogar Schilde haben extra Slot jetzt hier oben. Titanit, was gibt's Neues über Titanit? Ja, verstärkt die Ausrüstung um bis zu 3. Das ist jetzt die eine Änderung beim Upgraden. Also es geht nicht mehr bis plus 15 hoch, sondern nur bis plus 10. Titanit wurde in einer uralten Erdschicht entdeckt und gilt als Geschenk der Götter. Titanit dieser Größe hat lediglich geringe Kraft, doch es ist ein seltener Fund. Ja. Ledigrast verkauft 10 solche Scherben, solche kleinen Splitter, dann ist bei ihm auch der Ofen aus. Da müssen wir auch gucken, wo wir anders an Splitter rankommen, wenn wir dringend welche brauchen. Im Augenblick ist das ja nicht der Fall, im Augenblick haben wir Seelenmangel. So. Und vor lauter Reden habe ich etwas vergessen. Also nochmal zurück nach Majula. Is that a shard? Ja. Here, Tassila. However. Wir haben nämlich in der Villa eine Scherbe gefunden. Und die würde ich gerne benutzen, damit wir endlich 4 Estus-Flakon-Ladungen haben. Mit denen wir dann doch besser durchkommen sollten. So, zurück in den Wald und wieder hier durch raus. Erst einmal kümmern wir uns um unseren Speerträgerfreund hier, der gleich angerannt kommt.
Genau, und lassen ihn mal mit dem Schild zuschlagen. Dann vernachlässigt er seine Deckung. So, den da oben können wir getrost ignorieren. Der kriegt uns nämlich nicht mit, solange wir hier unten sind. So, jetzt geht's die Leiter hier runter. Und in einen etwas gefährlicheren Teil der Burg, der Festung. Eine grüne Blüte ist hier versteckt. Da vorne sitzt jemand. Und hier ist ein Loch in der Mauer. Und wie man sehen kann, sehr viele Ballisten. So, feuert ruhig. Und du komm her. So, einer weg. Und jetzt kommen noch die anderen. Jawohl, das geht durch wie Butter. Einer müsste da noch sein, mindestens. Wow. So. Weg mit euch. Ja, das hier ist eine miese Falle. Das erste Mal bin ich hier gestorben, als ich hier reingegangen bin. Weil einfach drei Ballisten einfach so mal auf mich feuern. Normalerweise, wenn man so wegrennt, wie ich es jetzt gerade getan habe, dann erschießen die Ballisten den einen Schwertkämpfer, den mit dem Schild. Aber in dem Fall haben sie es leider nicht. So, runter hier. Hier ist erstmal eine Truhe, die wir öffnen sollten. Und dann sollten wir schnell wegrollen. Wow. Weil das ist auch eine Neuerung. Truhen haben jetzt teilweise Fallen. Und eine Titanitscherbe. Und hier ist der erste Pharos Wahrheitsverkünder. Hier können wir ein Wahrheitswerk reinschieben in seinen Mund. Und hier ein Secret dadurch öffnen. Das geht übrigens wirklich nur auf, wenn wir den Wahrheitsverkünder hineinschieben. So. Hier haben wir zwei Truhen nämlich, die uns nützliche Sachen geben. Einmal eine Titanitscholle, die mächtigste Titanitform. Und einmal einen Chlorantiering. So, der Chlorantiering. Dieser Ring ist nach einer schönen grünen Blüte benannt, doch ist sein Glanz schon lange verblasst. Erhöht die Ausdauerregeneration. Dies ist ein Ring des einzigen blauen Pfades, erhöht die TP leicht. Der blaue Pfad ist keine vollständige Religion, er ist ein demütiges Gebet, das sich auf natürliche Weise unter denen verbreitet, die Hilfe suchen. Wenn Apostel des Blauen von dunklen Geistern heimgesucht werden, können sie auf Unterstützung von Meistern anderer Welten hoffen. Also von blauen, von den Blue Sentinels. So, aber wir wollen jetzt den Chlorantiering anlegen, dadurch leuchten wir schön grün und unsere Ausdauerregeneration ist ein bisschen höher, was uns beim Kämpfen zugute kommt. So, diese Tür hier kriegen wir nur auf, indem wir dagegen hauen. Das schreibt sogar, glaube ich, die Nachricht. Ja, genau, Angriff und dann gut hinhören, weil so machen wir auf uns aufmerksam und die Hüllen von der anderen Seite kommen einfach mal so raus. Genau. Das hat jetzt zwar wieder ein bisschen wehgetan, aber ist kein Problem für uns. So. Weg mit dir, Höhlensoldatenstulpen. So, öffnen wir die Truhe. Und kriegen einen Lebensring und eine große Titanitscherbe. Das kommt uns auch wieder zugute. Lebensring, den hätten wir ja am Anfang auswählen können. Ein alter Ring mit einem roten Juwel erhöht die maximalen TP. Jeder Ring verfügt über eine andere Kraft. Sogar gewöhnliche Ringe können eine große Gabe auf gefährlichen Reisen sein. Deswegen legen wir den auch gleich mal an und kriegen durch den Ring, kann ich mal kurz zeigen, kriegen wir ganze, ja, 40 mehr Lebenspunkte, was bei unseren 800 oder 700, die wir bis jetzt nur haben, sehr viel ist. So, wieder raus hier aus diesem Gebäude, weil mehr gibt es hier nicht zu holen. Und dann weiter hier zu diesem NPC, der hier sitzt. Okay, an dieser Stelle hier soll gesagt sein, es gibt drei Möglichkeiten. Die einfache, die schwere und die falsche. Die falsche wäre, ihn nicht anzusprechen und einfach durch dieses Tor hier zu gehen. Die zweite ist, die schwere ist, hier durch das Tor zu gehen, nachdem wir ihn angesprochen haben. Und die dritte zeige ich euch, das ist nämlich die einfache. Hallo.